Nein, ich muss von vorne anfangen. Haut das ab. Ey! Was? Nochmal Spiel! Es hat doch gesagt zu drücken, Mann! Heute gibt es das allererste Video mit Clash Games wieder mal. Und zwar machen wir heute ein ultimatives Siegesserien-Battle. Was geht, Kevin? Hallo! Na? Ja, was geht? Ey, es fühlt sich gerade richtig komisch an, sage ich dir. Leute, ihr habt es euch gewünscht, dass ich mal wieder mit Kevin wie in den alten Zeiten ein Video mache. Und zwar habe ich mir gedacht, Kevin, wir beide haben ja absolut gar keine Siegesserie aktuell noch im Profil drin stehen, ne? Ja, also, stimmt. Wir sind beide ein bisschen lost. Genau, bei mir steht einfach zwei drin, Leute. Also das ist echt unangenehm. Ich glaube, du meinst, wie viel hast du nochmal? Ja, ich habe so eine maximale Siegesserie von 16, aber auch nur, weil ich mit Jonas irgendwie mal die ganzen Brawler getestet habe. Genau, Leute. Und das Ganze wird ultra lustig, weil wir haben beide ja noch gar keine Ahnung von diesen neuen Brawlern. Also ich habe jetzt aktuell, ihr seht schon, Leute, Cordelius auf 0, Miko, Charlie, Dog, Hank, alle auf 0. Und dann halt hier so, ja, Chuck auf 20, Kit auf 30 und Pearl auf 60. Bei dir ist das, glaube ich, ähnlich, ne? Ja, so ähnlich. Genau. Leute, wir werden auf jeden Fall einen 30-Minuten-Timer machen und lasst jetzt schon mal einen fetten Like da und ein kostenloses Abo für die 2 Millionen Abonnenten und für mehr Brawl Stars, Leute. Ihr wisst Bescheid. Abonniert gerne auch Kevin, ihr wisst Bescheid. Und, Kevin, bevor es anfängt, ich werde nochmal kurz meine anderen Brawler maxen auf Power 11. Ja, okay. Also, Kevin, die Challenge startet in 3, 2, 1. Bevor es losgeht, Leute, am Samstag, den 20.01. um 9 Uhr startet mein 24 Stunden Brawl Stars Livestream und damit mein Brawl Stars Livestream Comeback, Leute. Wir werden 60.000 Pokale pushen, einen neuen Siegesserienrekord versuchen aufzustellen, Free-to-Play-Account, Gäste dabei haben und so weiter. Das wird ein richtig krasser 24-Stunden-Stream. Ich hoffe, ihr seid gehypt, Leute. Seid unbedingt dabei. Samstag 9 Uhr. Aber jetzt erstmal, let's go mit dem Video. Go! Oha. Oh shit. Oh shit. Also erstmal, du darfst natürlich auch jeden Modus spielen, den du spielen willst. Willst du vielleicht nochmal erklären, wie diese Siegesserie funktioniert? Stimmt, genau. Also nochmal für jeden erklärt. Die Siegesserien sind quasi, ja, also die zeigen... Oh mein Gott. Hast du verloren? Ich sag nichts. Die zeigen einfach an, wie oft man in Folge gewonnen hat. Und im Prinzip ist das Ganze ganz geil, weil man kriegt dann auch Zusatzpokale. Je mehr Siege man in Folge hat, desto mehr Zusatzpokale pro Game bekommt man. Bis zu 5 Pokalen extra pro Game. Ja, das ist krass. Das ist schon echt krass. Und wir haben ja noch beide keinen Rekord aufgestellt. Und das krass ist ja, wie gesagt, wenn man einmal verliert, ist die sofort weg. Und man muss von neuem beginnen. Genau, deswegen bin ich mal sehr gespannt, Kevin. Also wir haben ja auch noch nie diese Brawler richtig gespielt. Also wir sind eigentlich schon sehr lost aktuell, oder? Was meinst du? Ist der Hotdog-Mann neben mir. Ich finde dieses Würstchen total witzig. Das läuft so witzig. Der wackelt so, ne? Das ist echt geil. Ja, ja. Und ja, Kevin, sag mal ehrlich, also die Leute, die haben uns ja schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammen in Videos gesehen. Ja. Wie ist das eigentlich so? Oh, hast du verloren? Oh, Junge. Hä? Oh! Du hast verloren, oder? Ja, ich hatte aber zum Glück noch gar keine Siegesserie. Also ich bin 6. Platz geworden, aber damit reißt die automatisch ab. Ja, okay, okay. Aber was meinst du gerade? Ich musste gerade irgendwie wegrennen. Ja, also ich glaube, die Leute interessieren sich ja sehr dafür, warum wir so länger nichts aufgenommen haben. Beziehungsweise auch, generell mit Brawl Stars. Wie war das aus deiner Sicht? Ach so, ja gut, Brawl Stars haben wir eigentlich relativ... Ey, ich bin so kacke. Muss kurz mich konzentrieren. Ja. Bin fast tot. Ja, okay. Ey! Boah, easy. Ey, ich hab jetzt schon eine 4er-Siegesserie. Digga, die gehen beide auf mich einfach. Ich nehme einen anderen Brawler. Ich erklär sofort. Ja. Also Leute, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kevin, aber also ich hab jetzt schon die plus 5 Zusatzpokale auch schon. Naja. Junge, ich nehme jetzt diesen Stier da. Den Stier? Aber ich mag diesen Brawler irgendwie nicht. Diesen Hank, Digga. Ich verstehe den nicht. Aber egal, den habe ich noch so bei 10 Pokalen, den spiele ich jetzt. Also, der Brawler macht gar keinen Sinn, no joke. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, welchen Brawler du spielst, aber ich spiele auf jeden Fall gerade einen Brawler, mit dem man das einfacher hinkriegt. Ja, Digga, ich spiele diesen komischen hier. Leute, man muss natürlich genau überlegen, ab wie viel Pokalen changed man Brawler, dass man auf gar keinen Fall verliert. Man kann ja, also es ist alles erlaubt, egal welcher Modus.
Rein theoretisch darfst du dir auch heimlich Mates einladen, mir ist das egal. Echt? Ja. Oh, hab keine Mates mehr. Achso, ja, ich spiele nämlich gerade mit Duck und mit Lev, weißt du? Hä? Lev glaube ich nicht, Duck glaube ich dir schon, dass der mit dir spielen würde. Achso, doch, Lev, der ist wieder in-game. Meinst du? Ja, ja. Soll ich das gleich mal prüfen? Ich hoffe, der hat mich nicht gelöscht. Ja, ich spiele mit seinem zweiten Account, weil er da nur Pokal-Brawler hat. Achso, was war jetzt eigentlich nochmal deine Frage? Jetzt kann ich mich wieder konzentrieren. Achso, ja, die Leute wollen doch alle wissen, warum du auch kein Brawl Stars mehr gespielt hast so lange, Kevin. Oder warum wir keine Videos auch aufgenommen haben. Na gut, zum einen lag es halt daran, dass ich glaube, das ging dir ja genauso, dass wir beide halt sautraurig waren, dass die Boxen rausgenommen worden sind. Dann waren die Updates ziemlich kacke, die kamen. Ja. Und dann haben wir halt beide probiert, so Real-Life-Videos hochzuladen und die kamen ja im Endeffekt gut an. Ja. So, und das ist halt mal was anderes. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich würde sagen, das war bei dir auch so, waren die Videoideen jetzt nicht so schwer zu finden. Mhm. Ich meine, wir haben in Brawl Stars eigentlich alles gemacht, was man machen konnte damals an Videos auch. Ja. Alles auch so doppelt gemacht, was man machen konnte an Videos. Ja. Ich meine, es gab ja auch zu der Hochzeit irgendwie so ganz viele Brawl Stars YouTuber. Ja, und im Endeffekt führte dann eines zum anderen, würde ich sagen. Also, dass wir nicht mehr so viele Videos machen konnten, zusammen lag halt daran, dass wir räumlich ziemlich weit voneinander getrennt sind, ne? Ja, das stimmt. Also, du wohnst halt unten da bei Mannheim und ich wohne oben in Bremen. Ihr könnt ja mal auf der Karte gucken, Freunde. Genau, also, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, ne? Also, bei der Gamescom hatten wir ja sogar ein paar Videos noch aufgenommen, da weil wir da beide in Köln waren, im Prinzip. Mhm. Da kam ja das Wasserrutschen-Video zum Beispiel. Ja. Und genau, ich hatte es ja auch noch nicht so wirklich im Video erzählt, jetzt für die Brawl Stars Zuschauer jetzt mal, warum ich so lange kein Brawl Stars gebracht habe. Also vor allem Leute, ich bin ganz ehrlich, ich bin immer noch enttäuscht, bin ich ganz ehrlich, dass die Boxen raus sind, weil das war halt für mich so das, was ehrlich gesagt, also natürlich neben dem Pushen, am liebsten im Brawl Stars gemacht habe, halt Openings. Mhm. Und ich meine, man muss sich ja nur meinen Kanal angucken, dann merkt man auch, dass die auch gut ankamen so. Und das war natürlich schon immer sehr, sehr cool. Und dann kommt einfach natürlich erstmal Brawl Stars um die Ecke und sagt so, ja, Megaboxen sind jetzt erstmal weg. Und für mich war es dann halt auch, Leute, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hatte auch irgendwann keine Videoideen mehr, weil da kam ein Update dann alle 2-3 Monate nur noch irgendwie gegen Ende. Ich meine, dann die Challenges haben die Leute nicht mehr gejuckt, da gab es nur Pins, Profilbilder. Ja, die Challenges waren echt komisch. Wenn ich mal überlege, damals gab es so richtig krasse Skins auch da zu gewinnen. Mhm. Das war echt alles ein bisschen schade irgendwie. Genau, und dann, ich weiß nicht, so irgendwie, dann ich weiß nicht, das hat die Leute dann auch nicht mehr interessiert, dann gab es keine Gratis-Geschenke mehr, so. Mhm. Irgendwie, die Brawler haben dann auch die Leute nicht mehr so interessiert, die rauskamen, weiß ich noch, also so. Ich glaube. Ah! Oh! Warte kurz. Was ich lebe los? Noch. Ah, okay. Nee, ich lebe noch, aber war knapp. Digga, die schwitzen voll bei so 40 Pokalen. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ist krass, ne? Wieso eigentlich? Was soll das? Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich gehe jetzt in mein Paket rein. Oh! Aha, du spielst also Kit? Nein, ich bin einfach in mein Paket gegangen und habe mich per Post verschickt. Ah, funktioniert wirklich. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, alle bei diesem Video jetzt, wie alt ihr seid. Ich würde mich mal sehr dafür interessieren, weil ich glaube, die Leute, die jetzt Brawl Stars aktuell spielen, sind auch ein bisschen älter schon wieder mittlerweile geworden, oder? Oder wie siehst du das, Kevin? Boah, weiß ich nicht. Gute Frage. Aber ich schätze so vom Verhältnis wahrscheinlich ähnlich alt wie damals. Es sind halt wahrscheinlich auch viele neue dazugekommen. Mhm, okay, ich würde auch mal schätzen, wie viele überhaupt gar keine Boxen mehr kennen. Ja, okay, ey, das kann sogar echt sein, ne? Ich meine, die Boxen, wann sind die rausgeflogen? Das ist halt lange her, ne? Das ist, wann war das? 2021 Ende des Jahres oder was? 2022? Ah, nee, Ende 2022. Ja, 2022, genau. Ja, im Dezember sind die rausgeflogen. Ja. Wow. Dann gab es ja noch einmal die Omega-Box und dann war futsch. Ich weiß noch, wie wir beide gedacht haben, dass eine neue Box ins Spiel reinkommt, dass die Omega-Box ist. Mhm. Und dann wurden einfach die Boxen entfernt. Ja, ja. Alter, ich habe gerade richtig viele Star-Drops. Okay, Kevin, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auf einem richtig guten Weg gerade. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin eine Katze. Ah, perfekt. Welchen Brawler spielst du, sag mal? Boah, wenn ich ganz ehrlich zu dir sein soll, ich spiele nicht Kit. LOL? Echt ja, nicht? Ja. Nee, weil... Also ich habe von Jonas so erfahren, dass das so der beste Brawler eigentlich ist. Nee, die haben den jetzt genervt. Der ist richtig schlecht jetzt. Hä? Wirklich? Ja, der ist jetzt schlecht.
Ach so, warum? Ja, die haben halt die Ulti genervt, also. Oh, das ist ja doof. Ja. Hä, aber welches ist jetzt der beste Brawler im Spiel? Na, das weiß ich nicht. Das muss man mal vielleicht den Kollegen Jojonas Brawl Stars fragen, ne? Oh! So, sehr geil. Was mir gerade auffällt, Kevin, für die Challenge, das ist eigentlich gar nicht gut, Platz 1 zu werden. Weißt du warum? Ah, du verlierst Zeit, ne? Ja, ja, und vor allem, wenn, wenn man zu viele pusht, also zu viel pusht, sage ich jetzt mal, an Pokalen, ist das ja eigentlich sogar schlecht. Verstehst du, was ich meine? Stimmt. Weil für die Siegesserie an sich reicht das ja, Platz 4 zu sein. Ja. Und stell dir mal vor, du machst plus 15 Pokale und dann pushst du eigentlich zu schnell nach oben von den Pokalen. Ja. Ist eigentlich nicht gut, ne? Ich will trotzdem jetzt Erster werden. Ich habe gar keine Pins. Ich hatte früher mal für diese ganzen Brawler immer alle Pins. Ich habe gar keinen. Ich habe nur so diesen Standard-Pin. Ja, Pins muss ich mir auch nochmal alle kaufen, die jetzt in der Zwischenzeit. Oder hast du jetzt so sau viele Pins für die Brawler, die du spielst? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich hab so diesen Omega-Box-Pin habe ich immer noch hier. Ich glaube, es wird Zeit, den Brawler zu wechseln. Ich nehme einen anderen Brawler. Ey, ich sag dir ehrlich, Kevin. Also, schätz mal, wie viel Siegesserie ich schon habe jetzt. Ich weiß gar nicht mal, was ich für eine Siegesserie habe. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt schon fast dreistellig. Also. Aber ich muss einmal kurz sagen, in meiner Runde neben mir ist Utko Baba Pro. Ah, okay. Ja, der ist krass, ne? Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich so einen Hotdog auf dem Kopf. Was macht? Ah, damit stirbt man nicht, ne? Oder so? Ja, genau. Ich glaube, so ist das eine Art. Kevin, würdest du jetzt eigentlich, auch wenn wieder Schnee draußen liegt, dir so lange Schneebälle ins Gesicht hauen, bis du einen legendären Brawler ziehst? Ja, das war geil. Würde ich nochmal machen. Ja. Aber die Frage ist, würdest du dich im Schnee verbuddeln, bis du einen legendären Brawler ziehst? Ja, vielleicht schon. Also ehrlich zu sein, hat Alice da schon wieder Bock drauf, ne? Aber dann musst du doch ziemlich viel spielen, dass ich genug Stardrops bekomme. Ich fände cool, wenn einer von uns sich einfach im Schnee verbuddelt und währenddessen noch mit Schnee bei dem Gesicht abgehumpen wird. Ja. Und dann noch Sand, ne? Ja. Bis man Sandy aber zieht auch. Das stimmt. Ich bin übrigens jetzt gerade gestorben extra, weil ich Zweiter war und ich den A nicht gefunden habe. Ja, das ist schlau. Also. Ich habe jetzt gesehen, was ich für eine Siegesserie habe. Ah, und? Sag du. Was du hast? Nee, sag du, was du hast. Also, ich habe jetzt 62. Nee, das geht ja gar nicht. Nee. Ja, ich habe die ganze Zeit so 20 Sekunden Brawl Ball Games. Hä, ist Brawl Ball schlau? Guck mal, du musst einfach nur den Ball vorspielen und durchrennen, das sind auch Bots. Hä, spielst du wirklich Brawl Ball? Hä, ja, was spielst du denn? Solo. Hä, wie, du spielst Solo? Hä? Hä? Hä, wirklich jetzt? Was denn? Spielst du wirklich Brawl Ball? Ja, hä, du weißt doch selbst, dass das schneller geht. Ja? Ja, wenn du jetzt einen Brawler pushst, dann spielst du doch nicht Brawl Ball. Hä? Meinst, ups. Nein, also wer Solo spielt, ist wirklich lost. Ja, nee, so das lost, ne? Ich geh jetzt mal in Brawl Ball rein. Er zappt. Oh mein Gott, sind die dumm! Hä? Du kannst ja wirklich einfach durchlaufen. Ja, normal. Hä? Ja, das, oh mein Gott. Das ist geisteskrank lost halt, ne? Ja, also ich bin ganz ehrlich mit dir, Kevin. Also, oh, Stardrop. Also ich bin mir gerade nicht sicher, also... Wie viel du so Siegesserie hast. Ich bin mir selber nicht sicher, wenn ich es jetzt nicht sehen würde. Ja. Ey, hallo, drück jetzt auf noch ein Spiel oder geh raus. So. Nee, ich glaube, ich bin ziemlich kacke gerade in Siegesserie, weil ich die ganze Zeit Solo gespielt habe. Kevin, was war eigentlich für dich damals so das witzigste Brawl-Stars-Video, was du so je aufgenommen hast? Das war eigentlich so ein ähnliches Video, was wir gerade machen. Da haben wir irgendwie so ein Push-Battle gemacht und da habe ich so einmal oder zweimal Pookie in der Runde getroffen. Ah, lol. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich glaube, da warst du dabei. Und das habt ihr uns nicht geglaubt. Da war Jonas und du mit dabei. Und ihr so, hä, eh nicht. Ne? Ja, Pookie ja, und ich ja. Einfach in so einer Runde zusammen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und war das so ein Push-Battle? Oder? Das weiß ich nur, das war total witzig. Aber sonst, boah, es waren viele witzige Videos. Aber das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil wir jetzt sowas Ähnliches machen gerade. Also mir ist noch eingefallen, dieses Video, wo wir in den Pool gezogen wurden. Ah, Ei gegen Melone. Ja. Das hat schon ein bisschen, das stimmt. Das hat zwar ein bisschen wehgetan, aber es war irgendwie lustig im Nachhinein. Das stimmt. Oh. Ah, der hat auf jeden Fall ein Tor gemacht. Hey. Oh lol, hups, das war ein bisschen doof. Ey, ich bin in so einem Kokon drin.
Digga, Brawl. Nein, ich muss von Brawl anfangen. Mann, Alter. Was hast du gerade gesagt? Digga. Fängst Digga, du von vorne an? Digga, wir sind wegen diesem dummen Charlie, Alter, muss von vorne anfangen, ey. Mann! Hat er ein Eigentor geschossen oder wollte er ein Eigentor schießen oder was? Ja, Digga, also... Bruder, ich... Weißt du, es stand so 1-1, ja? Ich weiß auch nicht, wie die das Tor überhaupt hinbekommen haben. Ja. Digga, dann aktiviert er da sein Gadget mit seinen drei Spinnen oder was das auch immer für Viecher sind. Digga, und dann, weißt du... Ja. Hey, Digga, und dann killen mich da diese Spinnen und er macht einfach das Tor. Ja, das ist RIP. So sauer, Digga. Oh mein Gott, das muss ich komplett von vorne. Komm, jetzt mal ein Tor! Was machst du? Bruder, jetzt muss ich komplett von vorne anfangen. Mann, RIP, das Mann. Das ist wirklich RIP, sag ich dir ehrlich. Hey, Junge, ist das belastend, Alter. Bruder, vor allem, ich kenne diese Brawler einfach auch gar nicht. Hey! Ah, ich respawne! Mann, Digga. Digga, dieser Hotdog ist krass. Mein Respawn einfach. Ja, der ist schon chillig, ne? Glaubst du, der ist so besser oder der von Ikea? Nee, ich glaube, der Ikea Hotdog ist besser. Da respawnst du auch, wenn du den in der Hand hast. Ja, das ist krass, ne? Ja, das ist so ein Real-Life-Hack. Ja, das ist so ein Überlebensglitch. Einfach diesen Ikea Hotdog so genießen. Hä, wieso klebt dieser komische Kid die ganze Zeit an mir? Ist das bei dir eigentlich auch so, dass deine Freundin so... dauernd in diesen Ikea gehen will. Nee. Ja, keine Ahnung, meine Freundin will da so in diesen Ikea, um da so Deko zu kaufen. Hä? Aber wenn man so einmal da war, dann muss man da nicht nochmal hin, oder? Ja doch, weil es dann so neue Deko gibt. Ach so, neues Update, die wurden so neu reingebracht, oder was? Ja, genau. Das ist diese Malmöck oder Brutok Kollektion, dann weißt du? Nee, also irgendwie, Ich weiß, ich habe jetzt meine Wohnung eigentlich ziemlich voll schon gestellt. Ich kann irgendwo mal mehr so Deko unterbringen. Irgendwie. Okay. Ja. Oder kannst du noch so viel Deko bei dir oder bei euch unterbringen? Nee, eigentlich ja eben nicht. Deswegen verstehe ich es ja auch nicht. Deiner Meinung nach nicht, oder was? Nee, eigentlich eher nicht so. Oh. Leute, wir haben ein Gegentor bekommen. Kevin, was würdest du eigentlich sagen? Also du hast ja jetzt noch nicht so viel die Brawler gespielt, die neuen, aber ich ja jetzt auch nicht. Aber welche sind so die besten von diesen neuen? So am coolsten? Boah, gute Frage. Also welche hätten so auf Thumbnail am meisten Klicks gezogen, meinst du? Oh, Kit. Kit, ne? Ist ein kleines, dickes Tier, hatten wir ja öfters drüber. Ja. Nee, Kit ist krass und ist so eine Katze. Mm. Alle mögen Katzen. Ja, Kit generell auch, ne? Wegen den Mythen und so von damals ja auch geil. Ja, das stimmt. Digga, ich weiß nicht, was dieses Gadget von diesem Brawler kann. Und BAM! Ah, lol, die Ulti! Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass sie das kann. Lul. Oh, ich sollte Brawler wechseln. Ich habe den Hotdog-Mann zu hoch gepusht. Ja, Leute, was kann dieses Cordelius-Ding? Der sieht aus wie so ein Pilz. Ja, der kann so, wenn du so die Ulti aktivierst, dann tut er so einen Fliegenpilz essen. Das sollte man denn echt lieber nicht machen. Nee, besser nicht. Deswegen ist es ja nur ein Spiel. Ja. Boah. Ja, probier das mal aus. Du merkst das dann auch, dass du den so gegessen hast. Oder? Merk ich das auch in echt? Sehe ich dann so verschwommen? Ja, das merkst du dann auch. Ja, alles ist verschwommen. Ich merk's. Hast gemerkt, ne? Ja, alles ist verschwommen. Ja. Oh, jetzt ist wieder normal. Leute, ihr müsst wissen, wir hatten damals so einen Insider mal, wenn so ein neuer Brawler immer rauskam. Und der war so, es war so ein menschlicher Brawler, so dünn, groß oder so. Hatten wir immer so gesagt, nee, der ist nicht gut, das ist kein kleines, dickes Tier. Ja, wir wussten immer so, ja, wenn da so ein Brawler kommt, der so ein kleines, dickes Tier ist, dann ist der gut. Weißt du, also so? Eigentlich war der Hotdog-Mann ziemlich schlecht. Aber der war auch nicht gut, glaube ich, jetzt im Verhältnis. Ja. Und Kit war ja so krass. Ja, Kit war krass. Also unsere Theorie ist immer noch nicht verworfen von damals. Ja, dieser Miko ist ja auch ein Affe, oder? Ja, Miko ist auch krass. Der ist heftig, der ist so ein Affe. Aber ist das nicht sogar auch so ein Gratis-Brawler gewesen? Ja, der war... Also das muss ich sagen, Leute, also nochmal kurzes Statement zu Miko. Also dieser Brawler, ne? Digga, das ist so ein Brawler, auf den ich so jahrelang hab gewartet, so irgendwie. Ja. Nie kam so ein Gratis-Brawler. Und dann auf einmal, Digga, schon niemand spielt mehr gefühlt Brawl Stars, dann bringen die den rein und alle fangen dann wieder an. Das ist das, was jetzt schon hätte viel früher kommen müssen, so. Ja, es war ja, was wir damals immer so nach Edgar gesagt haben, die 2 Jahre danach. Ja. Und dann kam sowas einfach immer nie. Das stimmt. Und wir haben es damals so predicted. Wenn jetzt ein Gratis-Brawler kommt, alle fangen wieder an. Ja, kam jetzt ein Gratis-Brawler und alle haben wieder angefangen. Okay. Boah, ey, Digga. Also ich habe mich jetzt wieder ein bisschen zurückgekämpft, ne, nach dem Boost. Aber
Ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden, ich weiß nicht. Was hattest du eigentlich in Café Bur gestern oder vorgestern? Ja, das weißt du. Ja? Ja. Ich habe deine Story gesehen, aber ich hab's vergessen. Ja, also Leute, Café Bur ist so eine Art, ne, so ein Restaurant, wo wir öfters immer waren zum Frühstücken. Ich hatte da so Ex-Benedict wieder mal. Ah, okay, ja, das ist gut. Die sind lecker. Avocado mit extra Feta. Ja. Und hattest du aber, die Frage ist, ob du auch, hatte... Kein Ingwer-Shot, nee. Nee, ich meine, ob du extra Sauce Hollandaise hattest und danach noch ein Pancake mit extra viel Nutella. Nee, kein extra Sauce Hollandaise, nee. Ach so, schade. Das wäre ein bisschen viel, ne? Aber ich habe danach mir extra, also sogar noch einen French Toast Donut gegönnt. Ja. Aber war da eigentlich viel los in Frankfurt? Ich war da gefühlt so einmal nur. Ja, ja, da war so eine Schlange davor. Ah, krass. Ja. Ich war da irgendwann einmal mit Ali, als wir den Diss-Track aufgenommen haben. Ah. Digga, was ist denn jetzt hinter mir? Welchen Diss-Track? Ich glaube den Max-Diss-Track. Okay. Ich glaube, das war in Frankfurt. Mhm. Ja, eigentlich musste ich mich mal rächen, ne, an dem Diss-Track noch von damals. Das stimmt. Ja. Vielleicht ist da auch schon was geplant, Kevin. Das wäre witzig. Ja. Da hast du aber ein bisschen lange gebraucht, aber insgesamt. Ja. Oh! Aber wenn man sich bei etwas Zeit lässt, wird's gut, weißt du? Oh, warte. Digga, es leben noch 10 Brawler! Hä? Spielst du jetzt doch solo? Hast du mich verarscht? 5 vs. 5. Was ist das denn? Hä? 5 vs. 5 Brawl Ball. Sowas gibt's nicht. Digga, das wurde im Update hinzugefügt, 5 vs. 5. Hä? Was? Das war immer nur so eine Update-Idee. Nein, es gibt... Du laberst. Junge, guck doch nach. Als ob die so 5 vs. 5 wirklich gebracht haben. Ja, Digga, das steht sogar im Titel beim Brawl Talk dabei. Hä? Ja, es gibt 5 vs. 5. Wo ist das denn? Ja, das gibt's Gott. Nicht. Doch. Hä, das gibt's ja gar nicht. Guck doch nach. Nein, wo? Leute, schreibt mal in die Kommentare. Ey, du willst mich nur ablenken. Nein. Das gibt's ja gar nicht, ich hätte das sonst jetzt gespielt. gibt's das wirklich? Ja, es gibt's wirklich. Ja, nee, aber war das so ein Special Event, oder? Nee, das ist so ein fester Modus. Hä? Ja, es gab so 5 vs. 5 Brawl Ball, 5 vs. 5 Tresorraub und so. Lol. Ja. Also jetzt no joke, wirklich jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es aktuell im Spiel ist, aber es gab es nach dem Update, habe ich gesehen, ja. Achso. Nee, jetzt gerade im Spiel ist es nicht. Ich habe extra geguckt, du hast mich abgelenkt. Ja, aber sag mal ehrlich, du spielst ja auch Knockout, oder, die ganze Zeit? Ja. Ja, nee, weil ich finde, bei Knockout kann man am schnellsten halt die Siegesserien farmen, weil da kriegst du halt in die Einzelgames auch eine Siegesserie dazu, verstehst du? Also da reicht es, wenn du so bei diesem Best of Three, wenn du zum Beispiel 2 gewinnst, ich zähle das als 2 Siegesserie quasi extra. Du bist ein Lügner. Ich sehe doch gerade, du hast zwar die Bildschirmübertragung nicht an, aber ich sehe, deine Nase wird lang. Echt? Mhm. Du wirst zu Pinocchio gerade. Ah. Lukas, ich habe eine Frage. Kennst du Lightning McQueen? Ja, von Cars. Der ist krass, oder? Ja, wieso? Hast du... Ich hab letztens so einen, auf TikTok so einen Porsche, einen roten gesehen, der angemalt war wie Lightning McQueen. Das war geil. Ah, das ist crazy. Eigentlich müsstest du dein Auto so machen. Wie Lightning McQueen. Mm. Du hast, warte mal, nee, du hast Orangefarbe, oder? Ja, ich hab Orange. Übrigens, ich finde diesen Omi total witzig. Ja, der ist geil, der Typ. Ich hab nämlich gestern und vor... Oder wann hab ich das geguckt? Ich hab mit Maybrit irgend so eine Grip-Serie geguckt, ja? Mhm. Da war so dieser Hamid bei Omid. Ja, genau. Und es war so total witzig, irgendwie dieses Gespräch von denen. Ja. Ja, Omid ist echt der Beste, sag ich dir. Hat so die ganze Zeit diesen Hamid immer gefrontet irgendwie. Ja. Ja, Omid fährt auch mal gerne mit dem Bugatti in den McDrive, just for fun. Das juckt Aber was hat der eigentlich davor gemacht, bevor der Autohändler war, weißt du das? Nee, um ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Er ist einfach so gespawnt auf der Welt und war Autohändler irgendwie. Nee, aber der ist krass, muss ich sagen. Ja. Der hat schon krasse Autos auch, ne? Weißt du eigentlich, ob dein Auto schon verkauft wurde? Nee, das steht da noch. Hast du es letztens da nochmal stehen sehen, oder wie? Ja, schon öfters, also... Ich bin ja ab und zu jetzt nochmal gewesen, Leute, und immer wenn ich da hingehe, dann sage ich immer so, ah ja, das ist ja mein GTR. Und die dann so, Oh, Digga, wenn du irgendwann mich mal wieder besuchen kommst, ja, mhm.
Ich schwöre dir, du kannst in meiner Straße kein Auto fahren mehr. Das geht nicht. Wieso? Es ist... Digga, diese Straße ist so kaputt. Wie? Es sind so 20 Schlaglöcher hier. No joke. 20 Schlaglöcher? Digga, ich fahre durch meine Straße. Wenn du das nicht weißt, wo diese Schlaglöcher sind, du bummst so dein Auto einfach. Ich muss so 10 km/h gefühlt fahren und so immer so mir merken, wo diese Schlaglöcher sind, damit ich nicht so in diese Schlaglöcher reinfahre. Da sind so, da habe ich jetzt so im letzten halben Jahr so 10 neue Schlaglöcher gespawnt und so. Und so 10, die davor waren, sind so ultra groß geworden. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Weil ich meine, du weißt ja, meine Straße, wo ich wohne, die ist ja ziemlich alt, ne? Ja, da gibt's ja nicht mal so Kanalisation irgendwie. Ja. Das ist geisteskrank lost irgendwie. Übrigens nur noch 40 Sekunden, Kevin. Was? Ja, ja. Bruder, sag doch vorher! Also, überleg mal, ob du jetzt noch so ein Game schaffst oder nicht, ne? Ey, jetzt bin ich unter Druck. Ja. Bruder, jetzt verliere ich fast das Game. Wie, du verlierst das Game? Ja, Digga, meine Mates sind die kacksten von allen! Oh mein Gott, ich muss 15 Sekunden, ich muss noch irgendwie schaffen, ein Game zu starten, Leute. 7. Ja, 3. Ey! 1. Nochmal ein Spiel, ich hab doch geschafft zu drücken, Mann! Nee, oder? Doch. Nee, oder? Ich schwöre, ich hab noch geschafft. Oh mein Gott, Digga. Also, Counters abgelassen. Was ist jetzt passiert? Hey Kevin, hallo, was passiert? This puts a new spin on things. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Ja, hallo? What happened? Oh mein Gott. Hey, was ist denn los? Es ist alles vorbei. Aber hast du eine Siegesserie jetzt geholt? Mhm. Ja, also Leute, ich bin jetzt gerade noch hier im Game. Ich tue jetzt nochmal das letzte Tor schießen. So. Das kann nicht sein. Okay, Kevin, also ich bin jetzt fertig mit meiner Siegesserie. Ich würde sagen, dafür, also in 30 Minuten, kann man sehr zufrieden sein mit dieser Siegesserie, die ich habe. Okay, ich würde sagen, du kannst ja mal auf dein Profil gehen, dass man die da sieht. Und dann machen wir mal Bildschirmübertragung an und sehen wir es gleichzeitig, okay? Ich bin bereit, Übertragung anzuschalten. Du auch? 3, 2, 1, go. Oh, 18 hast du? Digga, du glaubst mir nicht, was gerade passiert ist. Ich schwöre, ich hatte jetzt gerade diese 18er Siegesserie. Ja. Und in der letzten Sekunde, ja, ja, schießen diese Penner ein Tor und meine Siegesserie reißt. Im letzten Spiel. Hä, warte. Guck! Welchen Modus hast du gespielt? Hier, Siegesserie weg! Ja, lol. Ich schwöre, guck! Hä, warte mal. Hä? Was hast du denn gespielt? Ich hab Solo gespielt. Nee, oder? Ich hab nur Solo gespielt, Digga. Hast du am Anfang Solo gespielt? Ja. Junge. Oh mein Gott, hast du mir geglaubt? Ja, guck hier. Junge. Nee, ich hab nur Solo gespielt, Kevin. Es tut mir sehr leid, Das ist ja dumm. Ja, Kevin, ne? Aber so entwickeln sich die Sachen. Und ich würde sagen, ich darf mir jetzt eine Bestrafung aussuchen für dich, ne? Ja. Ja, okay, Kevin, geh mal in den Shop. Geh mal in den Katalog. Kaufen dir mal was Schönes, hätte ich gesagt. Ja, boah. Guck mal, dieser Danita-Skin, der wäre eigentlich schon Ehre, ne? LOL! Alter, der tut's was. Hä? Der ist ja geil. Der ist ja übel geil. Der ist geil. Aber ja, welchen meinst du, den hier? Ja. Hä? Der hat einfach so einen Elefanten, einen ja, bösen. Ey, den kriegst du aber auch nicht, Kevin, tut mir leid. Oh mein Gott, du 31er. Ja. Wie sieht der denn aus? Ja, komm, den kriegst du. Ey, Junge, ist einfach so eine Nacktschnecke, Digga. Ja. Die hat so, guck das mal an, Junge, die zieht so komischen grünen Schleim hinter sich. Ja, du kriegst die Nacktschnecke. Und, Digga, ja, also das ist, glaube ich, wirklich der größte Skin von den 300er Skins. Ja, den kriegst du. Digga. Der ist total uncool. Na. Ja, ich muss erstmal Gems aufladen. Jo. Oha, eben Creator Code Lukas. Okay, Lukas, Gems sind aufgeladen. Ja. Junge, jetzt kauf ich einfach die Kack-Nacktschnecke, Digga. Gönn dir, Kevin. Oh mein Gott, also es ist wirklich der schlechteste Skin. Der ist ja niemals 300 Gems wert. Würdest du sagen? Oh mein Gott, der ist ja so
lasst auf jeden Fall mal einen fetten Like da. Ein kostenloses Abo für mehr Brawl Stars. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.